Volles Haus an der Sebner Straße. Die Fans sind da, die Nationalspieler sind wieder da. Doch kein Zeichen von Javier Martinez. Ob der spanische Nationalspieler zu den Bayern kommt oder nicht, ist immer noch nicht sicher. Vom Aufsichtsrat gab es schon am Donnerstag grünes Licht. Nun müssen sich noch die Vereine untereinander einigen. Abseits der Büros der Bayern-Bosse herrsche zumindest auf dem Trainingsgelände am Freitag gelassene Stimmung. Bei über 30 Grad Hitze und überfüllten Zuschauerreihen sorgte Arjen Robben für die kleine Abkühlung zwischendurch. Mandzukic versteckte sich im weit und breit einzigen Schatten. Die verletzten Rafinha und Dante nahmen mal zur Abwechslung die Position der Fans ein, für die es nach dem Training noch eine Autogrammstunde gab. In den Büros des FC Bayern wird wohl in den nächsten Tagen entschieden, ob Martinez nach München kommt oder nicht. Noch nie ging es bei einem Spieler um so viel Geld. Es handelt sich also jetzt schon um den Rekordtransfer der Bundesliga.